Ich weiß nicht, wie oft ich DayZ hochladen ließ, Standalone. Das wird so immer zwischendurch mal kommen, also ohne festen Plan. Die Leute fragen mal, habe ich einen Upload-Plan? Habe ich keinen Upload-Plan? Ich habe teilweise einen Upload-Plan. Ich habe einen Upload-Plan, dass ich immer freitags oder samstags die Armor-Mod hochlade, ein Video. Aber sonst keinen festen. Also, wenn was kommt, dann kommt es, wenn nicht, dann nicht. Meistens immer zwischen 15 und 17 Uhr. Das kann ich euch sagen. Ja, was heißt, ich uploade? Ich kündige aber alles bei Facebook an. Also, falls ihr mich in Facebook geliked habt, dann sollte da normalerweise alles angezeigt sein. Polana. Schachowka. Wir laufen mal weiter nach Polana. Es müsste zwar Osten sein, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir absolut nicht sicher. Wir laufen aber mal nach Polana. Wir schauen mal, was wir so finden. Ich guck nochmal. Ist das richtig, dass wir nach Osten laufen? Ne, wir laufen nach Norden. Naja. Auch nicht schlecht. So, also wie gesagt, Freitag oder Samstag kommt Daisy Armor Mod, das Feste. Die anderen Tage muss nicht immer was kommen. Bisher kam jeden Tag eigentlich was. Ich versuche mal entweder Minecraft oder Dark Souls, aber Dark Souls kommt bei den wenigen nur gut an. Muss ich mal schauen, ob ich das mal weitermache oder. Ich werde es auf jeden Fall beenden. Nur wenn ich sehe, dass das wirklich die Leute nicht interessiert, dann werde ich halt einfach, weiß ich nicht, so eine 2-Stunden-Folge hochladen, wo ich dann alle Bosse besiege und somit das beende. Und ja. Jetzt kommt ja noch DayZ Standalone dazu. Ich überlege auch, ob ich altes Live spiele, weil ich habe echt Lust da drauf. Ich habe mir mal ein, zwei Videos reingezogen. Ich habe echt Lust drauf. Sieht cool aus. Aber ist halt wieder sehr zeitintensiv. Das ist das Problem. Das ist auch das Problem, was ich zurzeit mit der DayZ Mod habe. Sie ist extrem zeitintensiv. Ich gehe nebenbei noch zum. Ich habe ein Studium, ich habe eine Arbeit nebenbei und dann noch das Zocken ist und Schneiden auch, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ist nicht ohne. Und bei der Mod, deswegen mache ich ja inzwischen auch nur noch ein Video von der normalen Armor Mod, weil es ist einfach zu zeitintensiv. Die letzten Male haben wir mal 6 Stunden aufgenommen und da ist wirklich sehr wenig passiert, weil entweder die Server abstürzen oder ist halt, ne, es fehlt auch so an neuen Sachen, also. Deswegen, ein Video reicht, glaube ich, pro Woche. Aber wie ihr gesehen habt, in den letzten Tagen kamen immer wieder so kleine Videos, so immer so halbe Minute bis eine Minute, weil es passieren ja zwischendurch auch, wenn ich zum Beispiel 6 Stunden aufnehme, es passiert wirklich nichts. Oh Gott, ich dachte, lang würden überall Zombies rumliegen. Ist aber nicht der Fall so. Aber oh, da ist ein Zombie, den werden wir mal töten. Ich habe Angst, dass wenn er mich blutig haut. Ich habe Angst, dass er mich blutig haut. Das ist meine größte Angst. Weil ich weiß, dass ich glaube, ich kann meine Jacke kaputt machen und daraus ein paar Bandagen herbeizaubern. Sozusagen, also Fetzen als Bandagen benutzen. Aber dann habe ich ja auch nochmal weniger Platz und das ist dann wiederum blöd. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Ich mache das jetzt mal so einfach. So, so, so. Hier alles hellgrün. Ich hoffe, das heißt was Gutes. Jetzt sind wir mal. Oh, daneben gejumpt. Zack. Da fällt er um. Ne, funktioniert nicht. Hat wieder kein Loot. Da mal endlich neue Schuhe. Bitte, bitte. Sorgt es aber immer noch. Ist immer noch. Mensch, wie mache ich denn das? Ich muss ein Lagerfeuer machen. Ich muss irgendwie ein Lagerfeuer hinbekommen. Vielleicht kann ich dann meine Kleidung trocknen. Hier haben wir nochmal ein Auto. Lass mal das stehen. So ein kleiner blauer Partybus. Eins meiner Lieblingsautos bei der DayZ Armor Mod.
So. Hier ist aber... Ist das schon Polar? Das ist sogar schon Polar, ne? Das ist ja cool. Dass ich die Stadt nochmal erlebe. Ich muss doch zugeben, ich habe hier leichte FPS-Frame-Drops, muss ich sagen. Das ist was im Auto. Das heißt, wir töten eben den Zombie und looten das Auto. Oh Gott, ich muss... Ich vergesse immer, die Waffe zu heben. Aber wir haben den One-Hit getötet. Ah, das war gut. Das war sehr schön. Da ist was im Auto gewesen. Was aber jetzt komischerweise weg ist. Wo ist das hin? Hm. Ich bin ziemlich sicher, dass da gerade was im Auto war. Hm. Ich glaube, das Spiel möchte nicht, dass hier was im Auto... Im Autos habe ich bisher mal diese kaputten Karten gefunden. Oder einmal haben wir es... Das heißt immer. Ich sag immer, wir haben einmal da eine kaputte Karte gefunden. Deswegen gucke ich da mal zweimal nach. Da ist ein Feuerlöscher. Könnte man nehmen und damit ein paar Zombies Platz hauen, aber ich glaube, so eine Axt ist deutlich angenehmer als ein Feuerlöscher. Weil der wiegt ja ordentlich, dann muss man die ganze Zeit mitschleppen. Und ich weiß nicht. Eine Axt ist scharf, zack, zweimal draufgehauen, spätestens dann sollte der schwere Verletzung haben. Und wer weiß, ob so ein Feuerlöscher, ob man mit einem Schlag dem Zombie überhaupt was ausmacht. Oder ob der dich einfach nur danach dumm anguckt. So, da haben wir wieder eine Mütze. Ich glaube, wir nehmen mal die Mütze. Ist ein bisschen heller. Die ist ein bisschen heller. Passt auf jeden Fall zum... Nein, die passt wenig zum Design. Aber hier gibt es so wenig, glaube ich. Hier gibt es echt wenig zu looten. Ich geh natürlich auch nicht, jetzt wenn die Leute sagen, ich meckere, es gibt zu wenig zu looten. Ich meckere das nicht als meckern, das ist einfach nur jetzt echt so meine Meinung. Das heißt nicht mal meine Meinung, ich finde das nicht mal schlecht, also wäre ja blöd, wenn hier über Loot wäre. Das wäre ja blöd. Aber ich gehe ja auch nicht in jedes Gebäude. Wenn ich vielleicht in jedem Gebäude wäre, da oben ist wieder eine Käppi, lassen wir mal da. Wenn ich vielleicht wirklich in jedes Gebäude reingehen würde, dann könnte es sein, dass ich natürlich mehr Loot finde. Aber in jedes Gebäude reingehen hat auch seinen Preis, ne? Das dauert, dann bin ich ja, ich weiß nicht, dann loot ich 10 Stunden lang eine Stadt, das ist ja... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Manchmal ist die Steuerung ein bisschen hakelig. Jetzt gucken wir mal. Wir nehmen auch das Gebäude mit und dann gehen wir weiter. Können wir das hier öffnen? Jawohl. Sehr schön. Also so kleine Details, wie zum Beispiel Türen öffnen, hat das Spiel schon. Ist natürlich jetzt auch schon, die einen können sagen, oh, guck mal, das ist ein geiler Hut. Nehmen wir den mit. Jawohl. So ein Hut hat, so ein Hut hatte ich immer in Russland gegen die Sonne auf, damit man keinen Sonnenstich bekommt. Deswegen nehme ich den Hut mit. So, hier oben ist nichts. Das heißt, wir gehen einfach weiter jetzt. Haben genug in der Stadt getrödelt. Wir müssen nach Norden. Jetzt gucke ich mal, wo ist hier Norden? Westen, Norden. Da ist Norden. Schauen wir mal. Wir werden jetzt, wenn ich mich recht erinnere, kommt als nächstes, ich glaube, Gorka. Da werden wir durchgehen. Danach kommt... Novi, da werden wir durchgehen, dann werden wir durch Stadi durchgehen, danach werden wir nach Vibor durchgehen und danach werden wir zum Nordwest-Airfield durchgehen. Das ist meine geplante Route. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Ich werde auch schauen, wie lang diese Aufnahmesession geht. Das ist also, wenn ihr Fragen unter den Videos postet, ich nehme ja immer dann so 1, 2, 3 Stunden auf und schneide das in kleine Parts. Ich weiß noch nicht, wie lange ich die mache. 15 Minuten oder 20. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren sagen, wie lange ihr die gerne haben würdet. Und dementsprechend werden die auch, ja. Das heißt, sobald ich dann wieder eine neue Aufnahmesession habe, notiere ich mir dann die Fragen zusammen und dann, ja. Oder wenn ihr Themen habt, wenn ihr wollt, dass ich über gewisse Themen rede, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde die dann mal ansprechen, ich werde meine Meinung drüber sagen.
Ich habe mir jetzt mal so. Ich habe mir eigentlich sogar hier so ein paar. Ja. Ein paar Sachen notiert, über die ich sprechen wollte. Da habe ich noch gar nichts von angeschnitten. Werde ich mal. Ah, ich weiß nicht, ob ich das noch machen werde. Ich denke, ich werde es machen, während ich hier wieder rumlaufe, weil wir haben jetzt wieder einen langen Weg. Wir müssen da vorne hin, wo diese Kuppel ist. Da müssen wir hin. Bisher sieht man wieder, wir haben keinen Spieler begegnet, obwohl der Server rappelvoll ist. Ich weiß nicht, wo die Spieler sind, ob die in den Anfangsstädten sind, ob die auch wie ich rumlaufen. Oder ob die bei sich fighten, da bei Militärgebieten. Ich bin auch schon gespannt, wenn ich meinen ersten Spieler töte. Ich habe bisher, glaube ich, noch keinen einzigen Spieler getötet. In DayZ. Doch, habe ich schon, aber... War ja vor 4-5 Monaten, das zählt nicht. Ich gucke das, weil ich so auf meinem Zettel da habe. Unter anderem steht Netzwerk da. Netzwerk, und zwar, ich bin ja in einem YouTuber-Netzwerk. Zurzeit bin ich in DiviMove. Wenn ihr aber das Video seht, bin ich wahrscheinlich dann nicht mehr, sondern ich bin dann bei TubeOne. Und ich muss sagen, ich habe mit den Leuten geredet, die in TubeOne sind. Super nett alle, also auch die Supportpartner, alles super nett. Und es passt mir einfach mehr, weil... Ja, da gibt's Leute, da sind Leute drin, mit denen ich gerne was machen würde. Und allgemein die TubeOne hat etwas, was... Oder was heißt, hat etwas, das hört sich, die bieten mir etwas, was ich gerne hätte. So, und das ist das Gute. Und ich hoffe, das wird eine gute Zusammenarbeit mit denen. Ich freue mich schon drauf. Bei DiviMove war ich ja bisher jetzt. Ist, man muss sagen, ganz okay, nur halt extrem wenig bis gar keinen Support, muss ich sagen. Also, das, was ich bisher da gehört habe, war nicht überzeugend für mich. Und ich hatte auch einige Probleme da. Aber das ist eine andere Story. Lass mal das einfach mal so stehen. Bei TubeOne wird sich sicher einiges ändern. Guck mal, was haben wir hier? Vielleicht komme ich ja auch durch TubeOne, oder was heißt vielleicht, ich komme auf jeden Fall durch TubeOne auch mal bestimmt an den einen oder anderen YouTuber, den ihr kennt, mit dem ich etwas machen würde, könnte. Und ja, vielleicht... Mit wem würdet ihr denn, oder, ich weiß nicht, mit wem sollte ich denn eurer Meinung nach was machen? Bei wem würdet ihr sagen, oh, der passt zu mir, das könnte sicher lustig werden, wenn ihr beide was zusammen macht. Könnt ihr mal in die Kommentare stellen, weil sowas interessiert mich extrem, damit ich weiß, in welche Schiene ihr mich einordnet. Ach, dieses Haus kenne ich doch. Hier habe ich zum ersten Mal mein Kit hier gefunden, womit ich meine Waffe säubern kann. Aber hier sieht das ein bisschen mager aus. Schauen wir mal, ob oben was ist. Könnte auch gelootet sein, weil natürlich wieder alles offen ist. Ich glaube, selbst wenn jemand alles looten sollte, der wird doch nicht alles mitnehmen, oder? Das war, glaube ich, Schwachsinn. Da oben war was. Aber das war wieder eine Mütze, okay. Ich glaube, schwachsinnig alles mitzunehmen. Würde keiner, glaube ich, machen. I'm completely soaking. Ja, ich weiß nicht, was ich dagegen machen muss. Ich werde mich mal nach der Aufnahme erkundigen. Und dann schauen wir mal. Nehmen wir das hier noch mit. Ich habe auf jeden Fall... Streichhölzer. Das heißt, ich könnte eigentlich ein Feuer machen. Betont auf eigentlich, weil ich nichts habe, was ich anzünden könnte. Ich weiß, es gibt Holzsticks und so. Das war ich noch vom letzten Mal. Ich weiß auch nicht, wie ich das bekomme. Damals bisher habe ich alles gefunden gehabt. Vielleicht finde ich ein dieser Häuser, so Industriehäuser. Oder in der Armor-Mod waren es immer Industriehäuser. Vielleicht finde ich da ja was zum Anzünden. Da haben wir schon mal einen Helm. Eine Blechstange brauchen wir nicht. Ich würde mich so freuen, wenn man jetzt so die ganzen Mods hätte, wie zum Beispiel Epoch, wo man anfangen könnte zu bauen oder allgemein Autos, beziehungsweise allgemein eine neue Map, das würde schon gut tun. Das hat mich am Anfang auch etwas gestört. Ich finde die Chernobyl Map ist natürlich die allerbeste. Oh, da sehe ich was Schönes, da sehe ich was Schönes. Hier ist ja mal richtig viel Loot. Was haben wir hier?
Ey, ey, nicht. Du sollst übersteigen. Macht der. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nimm schnell die Axt. Nein, du sollst die Axt nehmen. Oh Gott, oh Gott. Hau den Zombie im Camouflage-Anzug. Jawohl, da ist er dran. Sag mal hier. Winter Hunter Pan. Jawohl. Boah, die sehen sogar mal cool aus. Wenig getarnt, sehen aber cool aus. Aber wieso kann ich ihn nicht mehr so klein machen? Muss ich die da drin haben? Ich verstehe das nicht. Haben die das geändert? Könnt ihr mir mal sagen in den Kommentaren, ob sie das geändert haben? Das kann ich anscheinend nicht aufheben. Vielleicht, wenn ich da krieche oder so. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Eine Statusleiste, ja. Statusmeldung ist verschwunden. Ich weiß nicht welche. Was haben wir hier? Ach komm, da sieht stylisch aus. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Oh Gott, jetzt düst er aber ab mit der Axt. Jetzt ist er abgedüst mit der Axt. Da vorne haben wir wieder was. Portable Gasstove. Okay, das nehmen wir mit. Ich glaube, das brauchen wir. Na? Brauchen wir das, um irgendwas anzuzünden? Design Cooking. Okay, zum Kochen ist das gut. Upsala. Werden wir gleich mal gucken, ob wir nochmal, wenn wir so einen Gaskanister finden, ob wir das damit verbinden können. Dann können wir uns ja vielleicht Reis kochen. Das finde ich cool. Das wollte ich damals immer machen. Ging ja leider noch nicht. Was haben wir denn hier? Brown Hoodie. Auf einmal geht das. You've created Rags. Okay, 4 Stück. Damit können wir uns schon mal verbinden. Das ist super gut. Diesmal hat es geklappt. Vielleicht waren die anderen Sachen einfach nur kaputt oder unbrauchbar. Diesmal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr schön. Ich habe es überlebt. Diesmal hat es aber geklappt. Klappt es nochmal? Diesmal klappt es wieder nicht. Hm. Vielleicht gehen ja auch noch bestimmte Teile. Man weiß es nicht. Ihr seht, Waffen sind ziemlich selten. War eigentlich ziemlich Glück, dass wir die genau ausgerechnet auch noch die Mosin gefunden haben. Ich weiß nicht, welche Waffen es gibt, aber Mosin kann ich also als Sniper benutzen. Werde ich auch machen. Sobald ich ein Scharfschützenvisier drauf tue, packe, finde. Denn ich bin ein... Ja, ich liebe Scharfschützen. Ich schieße am liebsten mit einem Scharfschützengewehr. Lieber immer so aus sicherer Distanz schießen. Auch wenn ich gut im Nahkampf bin, wie mir die Leute mal sagen. Nahkampf ist immer natürlich so eine Situation, kann man schnell sterben. Aber wenn du in Sicherheit bist, lieber immer aus hoher oder aus weiter Distanz schießen. Auch wenn das ein bisschen schwerer ist, wenn man ja nicht so einfach trifft. Oh Gott, das ist wieder ein Zombie. Der spaziert da. Oh. Jetzt geht's los. Hier ist einiges los in der Stadt. Da haben wir einen Zombie gepult. Da haben wir einen Zombie gepult. Der Zombie möchte kämpfen. Kann er haben. Das ist mein Haus. Wo bist du, Zombie? Wo bist du? Zack. Zack. Zack, immer im Kreis laufen. Ich glaube, so kann der Zombie... Oh, das war ein Headshot. Das war ein schöner Headshot. Das war ein Headshot. Dieses Haus ist, glaube ich, neu. Ich packe auch mal wieder einfach die Waffe weg. Auch wenn es in der Stadt nicht das klügste ist. Ich habe mich gerade gewundert, was das für ein Haus war. Wieder Hunter-Pins. Aber wir können die leider nicht... Kann man leider nicht zu Rex machen. Oh, da liegt was auf dem Boden. Eine Spritze. Nimm mal mit. Nimm mal statt das mit. Wir brauchen Kochtopf nicht. Weil wir haben zurzeit eh keine Tasche und wir haben einfach nicht genug Platz, dass wir alles mitnehmen können. Aber das hier können wir gebrauchen. Was sind das? Waterbrügel. Ah, okay. Da sind Tabletten. Wenn ich mich gleich erinnere. Was haben wir hier? Radarkapi.
Yo, die ist ja noch geiler. Die ist ja mal richtig geil. Ach, das ist eine Krankenstation. Okay. Das ist eine Krankenstation. Gut zu wissen. Mit diesen Tabletten können wir, glaube ich, flaschen. Müssen wir vorher einmal so... Gott, wir haben hier eine Bandage. Wir haben hier... Ich brauche unbedingt eine Tasche. Scheiß auf die Lampe. Unser Leanback nehmen wir auch mit. Das glaube ich, auch ganz wichtig. Was schmeißen wir dafür weg? Wir schmeißen das hier weg. Was? Oh. Canvas Pants. Was? Ah ne, da sind so. Banane können wir mitnehmen. Können wir auch einmal essen. Nom 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 nom. Man soll ja sich immer gesund ernähren. Mit den, also die Tabletten. Wir müssen sozusagen, wenn wir eine Wasserflasche finden, müssen wir die erstmal mit den Tabletten reinigen. Einfach mit dem Grund, weil wir uns sonst vergiften können. Ist ja halt, ne? Was haben wir? Home from alcohol based turn off natural oils. Okay. Vitaminbottle, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt Alkoholflasche. Drink, clean bones. Ah! Oh Gott! Jetzt habe ich so viel zum Mitnehmen. Was tue ich dafür weg? Ich tue einfach das hier weg. Ich riskiere es. Und auch die Spritze tue ich weg. Nimm dafür... Okay, dann nehme ich doch die Spritze mit. Ich weiß nicht, was ich dafür weg... Ich nehme das Essen weg. Ich bin eigentlich ziemlich satt. Ich tue das Essen weg. Ich weiß nicht, ob es das Schlauste war. Ich fühle mich recht voll hier. Ja, schön, dass du dich voll fühlst. Bloodpack Kit. Man muss viel mitnehmen. Okay, die Tabletten brauchen wir nicht. Wir klauen uns einfach eine Flasche von jemand anders und hoffen, dass der die ordentlich gesäubert hat. Jetzt muss ich mal gucken, wie das Krankenhaus hier aussieht. So sieht das aus. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist super gut zu wissen. Vielleicht sollte man doch alle Gebäude durchsuchen. Weil wir haben ja doch hier jetzt gute Sachen. Was ist denn das hier? Headtorch, okay. Können wir anziehen? Machen wir, brauchen wir aber nicht. War unsere Cappy doch ein bisschen cooler. Unsere Cap. Da haben wir, was haben wir hier da? Brown Jeans. Hat uns zu wenig Items. Ich brauche unbedingt eine Tasche. Ich weiß gar nicht, wo habe ich immer die Taschen gefunden? Ich glaube, das war im Such in allen normalen Häusern. Sind die so selten geworden?